Man beginnt jetzt damit, dass man einfach sich einen Hasen auf Papier zeichnet. Dieser Hase wird dann ganz einfach auf die Pappe übertragen. Und dann einfach nur ausschneiden. Das Ganze habe ich fünfmal gemacht. Die fünf Hasen werden jetzt zusammengeklebt und mit Klammern gehalten, bis es alles schön trocknet. Dabei muss man jetzt aber aufpassen, dass alle fünf Teile schön übereinander liegen. In der Zwischenzeit soll ich fünf solche kleine Rechtecke ausschneiden, auf denen der Hase dann später seinen Halt finden soll. Ebenfalls diese Teile zusammenkleben. Und wenn dann alles schön getrocknet ist, wird der Hase auf die kleinen Rechtecke aufgeklebt und dann mit Zellstoff, das kann Küchenrolle sein, das kann Papiertaschentücher sein, und Weißleim aufgeklebt. Wenn der Hase dann mehrfach vollständig beklebt wurde, sieht er dann so aus. Hierbei dürft ihr natürlich auch den Sockel unten nicht vergessen zu bekleben. Den Sockel habe ich dann mit grüner Acrylfarbe bepinselt. Und den gesamten Hasen dann mit brauner Acrylfarbe. Nur unten das kleine Stummelschwänzchen freilassen. Das Stummelschwänzchen und die Augen habe ich dann mit weißer Acrylfarbe bemalt und die Barthaare mit Schwarz. Das Auge bekommt dann auch einen schwarzen Punkt. Über die braune Farbe habe ich dann noch ein bisschen leichtes Grün angebracht. Und darüber kommt dann goldene Acrylfarbe. Nach dem Trocknen dann mit ein bisschen Lack überzogen und fertig ist unser Osterhase.